Das ist der erste Carrot Cake Bite. Leute, so schnell, so einfach, die sehen so schön aus. Wenn man die irgendwo mitbringt, das ist der Wahnsinn. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Rezeptvideo. Ich zeige euch heute, wie ihr diese super einfach, mega schnellen, super gesunden und leckeren, ohne Backen, Karottenkuchenbälle machen könnt. Leute, so gut. Falls ihr Karottenkuchen mögt, ich liebe Karottenkuchen, ich finde das einfach mega lecker. Genau, und die gehen einfach super schnell und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie wir das machen. Und ich verlinke euch alle Zutaten, die ich benutzen werde, unterm Video zusammen mit einem 10% Rabattgutschein, falls ihr irgendwas nachshoppen möchtet, genauso wie ihr das Rezept dort findet. Natürlich brauchen wir für einen Karottenkuchen eine Karotte. Werden wir die jetzt hier mal reiben. Die gröbste Arbeit haben wir jetzt schon hinter uns. Also ich habe hier jetzt eine große Karotte klein geraspelt. Okay, es geht weiter. Und zwar brauchen wir jetzt Walnüsse. Ne? Natürlich in einem guten Karottenkuchen brauchen wir ein paar Walnüsse. Ahornsirup. Das wird so lecker. 6 Datteln. Wenn ihr habt, nehmt am besten Medjool-Datteln, die richtig schön weichen. Falls ihr keine Medjool-Datteln habt, macht ihr es einfach wie ich. Normale Datteln nehmen und so ein bisschen ungefähr für eine halbe Stunde in heißem Wasser einweichen lassen, weil wir die gleich blenden werden und dann geht es einfach viel einfacher. Salz, ein bisschen Vanillearoma und dann gucken wir jetzt mal, dass wir das geblendet kriegen. Ich habe jetzt hier meinen kleinen Spezialmixer, den ich euch übrigens sehr, sehr, sehr ans Herz legen möchte. Das ist so ein 2-in-1-Ding. Also hier ist ne, mein Messer. Dann kann man das hier rauf machen. Wir müssen das natürlich jetzt gleich noch befüllen. So. Okay. Und ich liebe das halt wirklich so sehr, weil das ist meine Küchenwaage. Die kann man hier hinten mit USB aufladen. Das heißt, ich brauche nie Batterien und es ist halt auch gleichzeitig ein Blender. So. Tada! Okay. Dann, wenn alles durchgemischt ist, der nächste Step ist optional. Ich mache es dazu, weil ich es einfach total lecker finde, weil es eine super coole Geschmacksnote dazu gibt. Und zwar gebe ich jetzt noch so einen Scoop Zitronenkuchen-Proteinpulver dazu. Ihr könnt auch stattdessen gemahlene Nüsse und einen Schuss Zitronensaft nehmen, falls ihr jetzt kein Proteinpulver nehmen möchtet. Oder ihr guckt in der Infobox, da verlinke ich es euch. Es ist einfach so geil. Ja. So, bevor ich jetzt gleich mal hier mit meinen Fingern reinfasse, bereite ich hier noch was vor in diesem Schüsselchen und zwar Kokosraspeln. Ach, Leute, übrigens, vergesst bitte nicht in diese Masse noch eine Prise Zimt mit reinzugeben, das habe ich jetzt vorhin vergessen. Was ich ganz gerne noch zu den Kokosraspeln mit hinzugebe, aber das ist wirklich total freiwillig, ändert nicht so viel am Geschmack. Ich gebe noch so ein bisschen Xylitol rein. Xylitol ist Zuckerersatz, der gut für die Zähne ist. Also das ist richtig cool. Und es macht so ein bisschen was Crunchiges. Ja, so gut. Nice. Also diese ganze Masse ist einfach schon mal so fluffig. Das ist so cool. Also so ungefähr soll der Teig von der Konsistenz her sein. Also schön zusammenklebend. Dennoch fluffig. Und dann können wir jetzt hier schon mal unsere Bälle formen. Ne, macht die einfach in der Größe, wie ihr das gerne habt. Jetzt machen wir mal ein bisschen kleinere jetzt. Also ich mache jetzt hier einfach solche kleinen Bällchen und dann rolle ich die in den Kokosraspel. Das ist der erste Carrot Cake Bite. Leute, so schnell, so einfach, die sehen so schön aus. Wenn man die irgendwo mitbringt, das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt 7 solche Bällchen rausbekommen und ich finde, die sind einfach wirklich wunderschön und perfekt geworden. Wir machen gleich den Geschmackstest. Ich meine, wie schnell ging das denn? Das hat jetzt nicht mal 5 Minuten gedauert. So krass. Dann läuft das Wasser gut zusammen. Leute, es geht los. Mmh. Mmh. Die sind so fluffig,
so gesund, so lecker. Wenn ihr es nachmacht, markiert mich bitte auf Instagram, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich schreibe euch nochmal alles in die Infobox, verlinke euch alles. Und falls euch das Video gefallen hat, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo da lassen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich dann auf euch. Bis bald.